Eigentlich wollte ich ja die Ems entlang fahren, aber ich habe in 2 Tagen einen Termin. Na, guck mal, hier ist eine Fahrradstraße. Dürfen aber auch Autos entlang fahren. Aber ich habe in 2 Tagen einen Termin. Und dann geht es jetzt die Römer-Lippe-Route weiter nach Hause sozusagen. Im Lippesee ist Baden verboten, außer natürlich an irgendwelchen Stellen, wo du Eintritt bezahlen musst. Und es war so voll, dass ich das nicht einfach trotzdem machen konnte. Ich fahre jetzt weiter nach Delbrück und von da aus nach Lippstadt, da gibt es den nächsten See. So, für den Muskelaufbau gibt es erstmal eine Dose Kichererbsen. Geht wirklich klar, ist günstig und sättigt. Boah, ich habe einen formschönen, kompakten Haufen geschissen. Der war eigentlich viel zu schön, um ihn zu vergraben. So, ich habe jetzt nicht viel gefilmt. War nicht spektakulär, es ist nur dieser typische Gegenwind auf dieser Strecke, den ich auch hier und da schon mal in dem einen oder anderen Video erwähnt habe. Ich bin jetzt am Strandbad Albersee oder so ähnlich. Gucken wir es mal an. Das letzte Mal war ich hier während der Ausgangssperre. So, an dem Strandbad habe ich jetzt nicht gefilmt. Die Leute haben mich schon so komisch angeguckt, weil ich der Einzige war, der ins Wasser gegangen ist. Ich hoffe, das war wegen den Temperaturen des Wassers und nicht, weil das Wasser irgendwie verseucht war und ich wusste davon nichts. Ich bin jetzt weiter auf der, oder wieder besser gesagt, auf der Römer-Lippe-Route. Ich bin vorhin kurz ein bisschen abgekommen. Und ab in den Gegenwind. Ja, der bleibt jetzt noch weitere 80 Kilometer bestehen. Aber ich habe jetzt noch 5 Stunden Licht. Simsons oder wie? Simsons oder wie die heißen. Ich habe jetzt noch 5 Stunden Licht und das ist jetzt einfach zu früh, irgendwie hier was aufzubauen. So, Quellwasser ist alle, jetzt gibt es wieder Leichenwasser. Lippstadt ist arg voll. Da kannst du gar nicht auf den Radwegen teilweise fahren, weil die Leute sich da auf den Füßen rumtreten. Ich glaube, das war's dann jetzt mit der Römer-Lippe-Route. Vielleicht war es das doch noch nicht für mich. Ich bin wieder zufällig auf die Römer-Lippe-Route gekommen. Das hier ist gerade auch die Hauptroute. Und das Gute an der Römer-Lippe-Route ist, dass es auch sehr viele Alternativrouten gibt, die auch ausgezeichnet sind. Und da ich schon einiges hinter mir habe und noch einiges vor mir habe, kommt mir dieser asphaltierte, straßenbegleitende Radweg eigentlich ganz recht. Ich fahre ähnlich wie letztes Jahr, am letzten Tag meiner großen Radreise. Da hatte ich allerdings hier schon 100 Kilometer mehr drauf. Es reicht trotzdem, was heute zusammenkommt, reicht trotzdem. Da bin ich bis spät in die Nacht gefahren, beziehungsweise sogar bis zum nächsten Morgen, glaube ich. Das wird mir heute nicht passieren. Ob ich im Helm zu Hause ankomme, wird knapp. Wahrscheinlich habe ich noch so ein bisschen Restlicht. Und für meine eigene Motivation werde ich so eine kleine Variation der Strecke einbauen. Für meinen aktuellen Trainingszustand sind die, keine Ahnung, was sich heute zusammenkommen wird, 170, 180 Kilometer. So in dem Bereich wird es sein, doch ein bisschen viel. Aber scheint ja schon zu klappen. Naja, noch bin ich nicht zu Hause, es sind noch circa 60 Kilometer. Und so interessant ist die Gegend nicht, als dass ihr da irgendwas Nennenswertes verpassen würdet. Ich glaube, hier wurde es dann bei meiner großen Tour letztes Jahr langsam so dunkel, dass man nicht mehr viel sehen konnte. Da hinten fing es an.
am Haarstrang. Sieht gar nicht so weit weg aus von hier. Naja, allzu weit ist es auch nicht, aber schon ein Stück. Das Faszinierende an diesem Alleenradweg ist, dass egal in welche Richtung man fährt, es geht immer bergauf. Im Hellen werde ich es definitiv nicht mehr nach Hause schaffen. Vielleicht noch bis Unna, auch das wird schon relativ knapp. Ja, warum möchte ich jetzt unbedingt nach Hause? Ich kann ja hier eigentlich theoretisch auch meine Hängematte aufschlagen, aber zu Hause habe ich Platz. Dann mache ich mir ein Dampfbad. Ich hatte heute auch noch keinen Kaffee. Und ich hätte gerne eine Portion Nudeln. Ich hoffe mal, dass ich zu Hause noch Nudeln habe. Ich sehe mich schon, wie ich gleich im Dampfbad sitze und in den Dampfbad und rauche, einen Kaffee trinke und vielleicht noch Nudeln. Die Nudeln esse ich danach. Der Joint würde wahrscheinlich auch ausgehen. Vielleicht setze ich mich rein, rauche den Joint und während ich den Joint rauche, mache ich das Dampfbad an, beziehungsweise ich mache das Dampfbad an. Setz mich rein, rauch den Joint und bis der Dampf ankommt, dauert ja ein bisschen. Und dann kann ich in dem Dampfbad vorher noch so schön die ganze Zeit den passiven Rauch wieder einatmen und werde doppelt stoned. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich bin jetzt in Unna und das bei gar nicht so wenig Restlicht. Die Sonne ist aber untergegangen. Es ist jeden Moment richtig dunkel. Da vorne ist Dortmund. Ich fahre gerade sozusagen in Dortmund rein. Und das bei Licht. Ja, ein bisschen Licht. Kaffee, Dampfbad, Nudeln, Radler. Thank you.